Hey, komm rein. Hallo, vergiss das Gießen nicht. Oh, danke, sie ist aufgeblüht. Der nächste, bitte. Kannst du mal nachsehen? Du musst dich abkühlen. Oh, ich fühle mich viel besser. Schön, das zu hören. Guten Tag. Was haben wir denn da? Er ist voller Akne. Oh nein. Bist du ein Nerd? Dieses Krankenhaus ist nur für Elementare. Das wusstest du nicht? Loserin. Hey. Oh, eine Kohle. Ich nehme dich mit. Hallo Schönheit, du bist Feuer. Warte, ich kann so aussehen. Das ist so cool. Ah, zu heiß. Die Lampe scheint überhitzt zu sein. Ah. Wuhu, ich habe einen Freund. Was werden wir heute machen? Warum tust du das? Es ist Zeit, die Welt mit neuen Augen zu sehen. Aber ich sehe nichts. Wo ist sie? Oh, es reicht. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Was? Warum brennt alles? Ah, meine Augenbrauen. Puh. Wow. So hell. Einfach toll. Die Lampe? Wuhu. Erste Aufgabe erledigt. Toll. Ich mache mir die Haare. Warte, du machst alles noch schlimmer. Wovon redest du? Wow. Können wir die Haare so machen? Denk nicht mal dran. Ich mache das alles selbst. Ah. Wow. Ich finde, es ist gut geworden. Gefällt es euch? Habe ich das alles umsonst gemacht? Unverzeihlich. Autsch. Ich habe genug. Hol es. Leute, kämpft nicht. Geht von meinem Spiegel weg. Betty, nein. Oh, ich hoffe, ich habe es getroffen. Hä? Was? Ist das wirklich ein Vergrößerungsstrahl? Nur nicht das. Hab dich. Binde mich los. Ein bisschen später. Jetzt muss ich mich mit diesem Fiesling herumschlagen. Nein, bitte nicht. Ich werde dich retten. Meine Kraft reicht nicht aus. Amber! Hilfe! Wartet! Leute, helft mir bitte! Like das Video, damit ich Amber retten kann. Es ist zu spät. Wir haben keine Zeit. Was ist passiert? Hey, lass sie gehen, Mr. Tooth. Wage es nicht, meiner Freundin weh zu tun. Und jetzt hau ab. Amber, geht's dir gut? Danke, Betty. Die Hauptsache ist, dass es dir gut geht. Oh, mein Bauch. Ich muss mich entspannen. Ich lege mich ein bisschen hin, dann geht es vorbei. Was für eine Erleichterung. Ich glaube, ich kann ein Nickerchen machen. Oh, sie sollte sich mehr um das Baby kümmern. Ich frage mich, wen sie bekommen wird. Ich hoffe, es ist ein Mädchen. So schön. Hey, was machst du da? Erschreck mich nicht so. Psst, du solltest nicht nervös sein. Lass uns weitermachen. Aha, was haben wir denn da? Einen Apfel und Nachos? Es ist Zeit, dass du über Ernährung nachdenkst. Warum? Es ist lecker und ausgewogen. Was? Wir reden später. Es gibt Wichtigeres zu tun. Es ist ein Junge. Glückwunsch. Es ist so toll. Ich kann es kaum erwarten, eine Genderparty zu feiern. Wow, du bist wirklich gut vorbereitet. Ich bin auch bereit. Nicht bewegen. Das Ziel ist höher. Meinst du? Genau. Ich werde es nicht verfehlen. Zum Glück. Juhu, es ist ein Junge. Jetzt müssen wir alles aufräumen. Oh, mein Rücken tut so weh. Was kann mir helfen? Es gibt eine Sache. Mein nettes Staubsauger. Wuhu. Perfekt, und ich werde mich ausruhen. Oh, das tut so gut. So friedlich. Was? Mit meinen Kopfhörern? Es ist zu heiß. Amber, Hilfe. Mir kommt Rauch aus den Ohren. Oh, so heiß. Wow. Die Feuerohrringe. Das ist mein Fall. Du brauchst sie nicht mehr. Ich glaube, du hast recht. Oh, wie konnte das passieren? Ich kann doch nicht so herumlaufen. Komm schon, es ist so lang. Ich helfe dir. Hier ist noch eine. Ich ziehe sie jetzt raus. Mein Pulli ist ruiniert. Amber. Dann muss ich es eben selbst machen. Oh, ich brenne den Rand an. Hä? Was ist los? Sieht toll aus. Oh, ich wünschte, meine Mädchen wären hier. Ich bin so einsam.
Hör auf, du kannst neue Freunde finden. Juhu, danke, Betty. Gern geschehen. Und hier sind die Materialien. Du bist pures Gold. Lass uns anfangen. Ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. So eine heiße Lady und ganz allein. Oh, ihr seht so gut zusammen aus. Du bist die Liebe meines Lebens. Du bist so süß. Was für eine schöne Liebe. Was? Mein Rock. Sie hat ihn an die Decke genäht. Oh, dieser Amber. Und was soll ich tun? Ich brauche einen neuen. Danke, Freund. Und er sieht ziemlich gut aus. Ich sehe luxuriös aus. Toll. Eine weitere Aufgabe wurde erledigt. Perfekt. Frau Doktor, ich wollte mich untersuchen lassen. Mich und das Baby. Sie schon wieder? Ich bin beschäftigt. Bitte. Für mein Baby. Ich flehe Sie an. Nein. Gehen Sie weg. Das werden Sie bereuen. Das war's. Hm? Was ist das? Hör auf. Es tut weh. Ich werde nicht aufhören. Okay, ich sehe es mir an. Danke, Doc. Kommen Sie rein. Ziehen Sie sich zuerst etwas Bequemeres an. Viel besser. Jetzt legen Sie sich hin. Doc, meine Füße jucken ständig und sie sind geschwollen. Können Sie helfen? Ich kann das nicht mehr. Bitte. Oh, ich weiß, was helfen könnte. Ich dachte, sie würde sie kratzen. Bitte, das ist Holzkohle. Sie wird uns helfen, die Blutzirkulation in den Beinen wiederherzustellen. Ein hervorragendes Mittel. Sie werden sich gleich besser fühlen. Einen Moment. Wir können mit der Behandlung weitermachen. Aktivierte Kohle. Sie kann sich direkt auf sie stellen. Ich bin mir nicht sicher. Sind Sie wirklich eine Ärztin? Oh, ist das heiß. Hm, so schön. Oh, danke, Doc. Das will ich auch. Beweg dich, Mädchen. Jetzt bin ich dran. Ah, so heiß. Das ist gut für deine Füße. Ups, die hast du ja gar nicht. Ich bin so erleichtert. Doc, Sie sind die Beste. Hey, was ist los? Mein Gürtel passt nicht mehr. Komm schon. Ah, ich muss meinen Bauch einziehen. Komm schon. Ah, ein Tornado. Hilfe. Betty, hey, sei nicht so traurig. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Wirklich? Das ist mein Lieblingsgürtel. Vertrau mir. Ah, Chum-Chick. Siehst du? Kein Grund zur Sorge. Jetzt ist es noch besser. Danke. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Ernsthaft? So cool. Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen. Wow, eine Flasche. Woher wusstest du, dass ich eine wollte? Das war leicht. Ich liebe einfach Milch. Danke. Bist du verrückt? Es ist für das Baby. Ups, ich habe nur Spaß gemacht. Ist es für mich? Ich habe das Massagekissen so sehr gebraucht. Jetzt kann ich bequem schlafen und stylisch sein. Wow, bin ich im Himmel? Es ist so schön. Es gibt verschiedene Modi. Schau. Wow. Kann es noch stärker sein? Klar. Lass uns die volle Leistung abrufen. Was immer du sagst. Jetzt du. Hey, was machst du da? Sei nicht so gierig. Gib es zurück. Oh, ein hübsches Halsband. Ich glaube, es wird mir stehen. Oh, so gut. Ja, mir gefällt es auch. Zeit, ein Kinderbett zu suchen. Es ist so teuer. Aber das hier wird funktionieren. Chum-chick. Hm, jetzt verstehe ich, warum es umsonst war. Aber es könnte noch schlimmer sein. Oder nicht? Nur eine kleine Reinigung und es glänzt wie neu. Das könnte sich als nützlich erweisen. Nimm den blanken Ball. Schnappen wir uns etwas blauen Schleim. Knete ihn gut durch, der Schleim soll den Saft abgeben. Lass uns alles mit Glitzer verzieren. Cool. Kneten wir ihn noch einmal. Hm, sieht perfekt aus. Tu den Schleim in den Ball und schließe ihn mit der anderen Hälfte. Einfach toll. Als nächstes kommt das Kreuz. Wir können ein Mobile über die Wiege machen. Das nächste ist ein schönes Kabel. Schneide es ab. Lass uns weitermachen. Auf die Rückseite kleben wir die Halterung für das Spielzeug. Erstaunlich. Lass uns noch ein paar Seile hinzufügen. Vergiss die anderen Seiten nicht. So schön. Lass sie uns entwirren, um sie mit den Spielsachen zu dekorieren. Das erste ist fast fertig. Chum-chick.
so schön. Ich bin sicher, das Baby wird es lieben. Jetzt bin ich glücklich. Warte einen Moment. Amber? Baby! Schlaf, meine kleine Flamme. Hey, ich bin kein Baby. Was ist los? Hey, okay. Oh nein. Heute ist der Geburtstag meiner Schwester. Ich brauche ein Geschenk sofort. Vielleicht kann ich ihr etwas aus meinen Sachen schenken. Das könnte funktionieren. Ich habe keine Zeit für Verpackungen und Karten. Lass es eine Überraschung sein. Fertig. Oh, mein Baby. Es hat begonnen. Ich muss mich beeilen. Ich nehme nur die wichtigsten Sachen mit. Oh, ein bisschen Geduld. Warte, ich trage kein Make-up. Süße. Wow. Ah. Amber, bring mich ins Krankenhaus. Ah. Ruf den Arzt, schneller. Ah. Atme, Betty. Alles wird gut. Er wird mein Gesicht nicht erkennen. Gib's mir. Und hier lang? Schneller. Hallo, Doktor. Komm schnell, ich bin's, Amber. Schon da. Was wollen Sie von mir? Ich habe Venen bekommen. Sie sind es also. Stopp. Wir brauchen einen Nachweis. Keine Krone, keine Schuhe. Sie, schneller. Oder ich mache meine Schuhe und eine Krone aus Ihnen. Okay, seien Sie nicht nervös. Ah, das Baby ist schon da. Herzlichen Glückwunsch. Es ist ein Junge. Lassen Sie mich ihn halten. Oh, mein Baby. Schau, ich habe ein Bett für dich vorbereitet. Leg dich hin, Schatz. Oh, und was ist mit meiner Schwester? Sie soll ein Geschenk bekommen. Los. Schwesterchen. Was? Lass sie gehen. Aha, du liebst also Bücher? Bitte hilf mir. Hey! Oh! Tut mir leid, Ma'am. Puh, es war Feuer. Tut mir leid. Das ist besser. Was? Eine 6? Nicht schon wieder. Das ist unfair. Ah, nur nicht ich. Ah. Was? So cool. Los geht's, Baby. Wirklich? Cool. Was? Was ist mit mir? Baby, ich bin so glücklich. Komm mit mir. Das ist dein neues Zuhause. Wow, so cool. Jeder Schüler in meiner Klasse ist ein cooler Superheld. Warum bin ich so ein Pechvogel? Oh, sei nicht traurig. Du kannst es auch. Komm schon, ich zeige es dir. Das ist eine Superheldenreise. Sammle alles und werde die Stärkste. Oh, lass uns loslegen. Wow. Warte, was ist das für ein Geräusch? Psst, das Baby schläft. Warum weinst du, Schatz? Das ist dein Bruder, Wasser. Er ist so süß. Ich liebe ihn jetzt schon. Funkel, funkel, kleiner Stern. Es war schwer, mit so einer Windel zu schlafen. Oh, was für ein Geruch. Baby, ich habe alles dabei. Komm her, lass uns dein Make-up machen. Ich brauche nicht so viel. Sei nicht schüchtern. Setz dich. Das Make-up wird ein Feuerwerk. Vielleicht sollten wir das nicht tun. Oh, du hast es nicht kapiert. Chumchik. Es ist absolut sicher. Und was am wichtigsten ist, es ist wunderschön. Puh, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Mach es dir bequem. Ich bin bereit. Es wird fertig sein, bevor du es merkst. Lass uns eine Flamme wie meine machen. Jetzt dieser leuchtende Eyeliner. Mach deine Augen nicht auf. Lass uns deine Nase pudern. Fertig. Lass mich etwas überprüfen. Ist es hier zu heiß? Es ist nicht genug. Lass uns etwas Feuer hinzufügen. Wow, ich liebe es. Ich auch. Lass uns die Temperatur überprüfen. Hat es geklappt? Super. Einfach perfekt. Herzlichen Glückwunsch. Der erste Schritt ist getan. Gute Arbeit. Jetzt das Oberteil. Genau. Oh, nicht schon wieder dieses Durcheinander. Ich kann es nicht ausstehen. Ist es so schwer, die Dinge an ihren Platz zu stellen? Hallo. Kissy, komm. Oh, du bist schon da? Miss Amber, ich bin bereit zum Putzen. Du kannst damit anfangen. Was immer du sagst, Miss Amber. Ich muss mich beruhigen. Beruhige dich, Amber. Sie hat zu viel Zeug.
Oh, das ist Ihr Baby? Hm, so lecker. Ich hoffe, sie merkt es nicht. Oh, Kissy, die Massage ist genau das, was ich gebraucht habe. Es hat funktioniert. Danke, Kissy. Danke dir. Komm zu mir. Und jetzt muss ich gehen. Hm. Okay, nicht der beste Zeitpunkt, um Risiken einzugehen. Warte hier auf mich. Hey, lass das. Wie kannst du es wagen? Das werde ich dir nie verzeihen. Baby, hat das Monster dir wehgetan? Oh nein, es ist schon wieder eine Sauerei. Mir reicht's jetzt. Ich kann nicht zulassen, dass das Baby zerknitterte Kleidung trägt. Wir bringen das jetzt in Ordnung. So ist es besser. Übrigens, wo ist sie? Und was ist das für ein komischer Geruch? Oh nein, hör auf. Wir sind Feuer und Flamme. Oh, nicht schlecht. Baby, ich habe einen Topf für dich. Probier es an. Ich bin sicher, es wird dir stehen. So cool. Danke, Mama. Jetzt bin ich Feuer und Flamme, genau wie du. Ich liebe es. Hey, Kissy, willst du spielen? Jump, Shake, Backflip. Das ist meine Chance. Oh nein, du wirst dir das Genick brechen. Ah, das ist schrecklich. Hör auf. Ich bin deinetwegen hier. Nicht weinen. Ich flehe dich an. Was ist hier los? Und wo willst du hin? Warte. Nein. Ich fange es. Autsch. Wuhu. Ich bin so glücklich. Lass uns gehen. Oh. Wage es nicht, meine Familie zu stehlen. Das ist besser. Puh. Oh nein. Komm mir nicht in die Quere, Mädchen. Mama. Hilfe. Mama. Ah. Binde mich los, Monster. Beweg dich nicht. Und hier ist mein Mittagessen. Wage es nicht, ihn anzufassen. Komm schon. Leute, ich brauche eure Hilfe. Eure Likes erhöhen mein Feuerlevel. Helft mir bitte. Oh, jetzt ist es toll. Wow, ich danke euch. Hey du, geh vom Baby weg. Ah, mein Kopf. Lass los. Ah, ich hätte zu viel Rauch. Wir müssen sie loswerden. Gut. Hey Baby, wie geht's dir? Kissy, hast du das gemacht? Wir brauchten einen Teppich. Aber wie? Ich weiß es nicht. Hm, okay. So, es ist Zeit für die Krone. Welche ist besser? Diese oder diese? Ich mag beide nicht. Also muss ich eine neue finden. Oh nein, was für ein schlechter Geschmack. Es ist furchtbar. Aber die hier ist perfekt. Genau die, die ich brauche. Lass sie uns anprobieren. Wenn sie nur echt wäre. Ja. Vielleicht kann ich sie bestellen? Wie viel kostet sie? Oh, das ist zu teuer. Aber ich weiß, wer es sich leisten kann. Genau. Ich denke, Wade wird es nichts ausmachen. Schauen wir mal, was drin ist. Hallo, Schatz. Wow, das ist ein Vermögen. Das ist definitiv genug. Schon schick. Es ist wunderschön. Baby, komm her. Wo ist sie? Vielleicht versteckt sie sich? Aua, mein Hals. Er ist eingeklemmt. Wo ist mein Halsband? Hoffentlich hilft das. Puh, es ist schon viel besser. Oh, es hat Feuer gefangen. Das war eine schlechte Idee. Das war's. Genug, verbrenn dich nicht. Es ist besser geworden, als ich dachte. Das Baby wird es lieben. Ah, 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 Baby, toller Witz. Ist das für mich? Meinst du die Krone? Wow. So cool. Ich liebe sie so sehr. Jetzt bin ich die Feuerkönigin. Ich bin so glücklich. Wir können noch ein paar Schritte durchstreichen. Der Kragen, die Krone und die Frisur sind fertig. Wir haben das toll gemacht, oder? Baby. Oh, bist du wach? Nicht weinen, meine Süße. Geht's dir gut? Ich gebe etwas Wasser dazu. Das sollte helfen. Das Wasser ist so beruhigend. Es funktioniert nicht. Bitte weine nicht so laut. Vielleicht helfen die Ohrstöpsel. Mein Kopf schmerzt so sehr. Oh nein. Darauf waren sie nicht vorbereitet. Uff.
Ich habe mich fast verbrannt. Okay, los geht's, Baby. Ich helfe dir beim Einschlafen. Funkel, funkel, kleiner Stern. Warum schläfst du nicht? Lass uns gemeinsam den Wasserfall anschauen. Puh, so friedlich. Jeder würde einschlafen. Vielleicht sollte ich auch ins Bett gehen? Oh nein, wie spät ist es? Ich habe verschlafen. Sieht mein Haar gut aus? Ich muss mich beeilen. Der Lappenstab. Ich denke, es ist in Ordnung. Ich bin bereit. Und ich muss mich beeilen. Guten Morgen, Klasse. An die Arbeit. Ich weiß nicht, was die dritte Antwort ist. Mal sehen. Alles andere ist richtig. Das ist eine 1. Aber out. Nicht keine 1 plus. Warum? Ich bin auch fertig. Schau, das ist mein Eisschloss. Olaf ist der Ingenieur. Okay, eine gute Punktzahl. Du kannst stolz auf dich sein, Olaf. Der Schneemann hat eine bessere Punktzahl? Vielleicht könntest du Olaf gehen lassen. Okay, lass uns die Stunde fortsetzen. Armes Ding, was hat sie dir angetan? Warum? Er war mein Freund. Warum hast du ihn geschmolzen? Was? Tut mir leid, das wollte ich nicht. Es tut mir wirklich leid. Was ist das? So eklig. Das wird ja eine Lehre sein. So klebrig. Kleine Streiche in meinem Unterricht. Es reicht. Ich komme gleich wieder. Das war super. Nicht drängeln. Ach wirklich? Willst du kämpfen? Was für ein Horror. Ich kann doch nicht einfach so herumlaufen. Ich habe eine Idee. Ich habe einen ganzen Kleiderschrank. Was soll ich wählen? Ich glaube, das ist genau das, was ich brauche. Lass es uns anprobieren. Das schafft keine Reinigung. Ich kenne einen Eishack. Aber der ist definitiv nichts für mich. Ich lasse mir was anderes einfallen. Oh ja, auf Wiedersehen, Schleim. Ich werde dich vergessen wie einen schlechten Traum. Noch ein bisschen mehr. Perfekt. Es war sogar genug für den Rock des Babys da. Schatz, komm her. Was, Mama? Ich will, dass du es anprobierst. Wow, das ist toll. Ich liebe es. Warte, was ist das? Jetzt brauche ich nur noch die Armschienen. Ich habe eine Idee. Ich kann sie zeichnen. Ein bisschen Kreativität und fertig. Mama wird überrascht sein. Die Farbe sieht toll aus. Gefällt sie dir? Oh, Baby, mach die Haut nicht kaputt. Lass es uns abwischen und ein neues machen. Aber ich habe es so sehr versucht. Tut mir leid, Baby. Ich will das Beste für dich. Lass sie uns zusammen machen. Wir brauchen glänzendes Foamiran und Pailletten. Und natürlich die Werkzeuge. Lass uns zuerst die Konturen zeichnen. Es sollte wie ein kleines Feuer aussehen. Vorsichtig, jetzt schneide es aus. Füge ein paar Pailletten für den Glanz hinzu und übertrage sie mit der Pinzette. So klein, aber schön. Ein paar Edelsteine. Du musst nur noch das kleine Seil anbringen. Und schon kannst du es aufsetzen. Ein bisschen mehr. Zum Glück. Fertig. Wow, du bist einfach die Beste. Sie sind besser als die, die ich gezeichnet habe. Ich bin dir so dankbar. Eine Superkraft. Jetzt bin ich ein echtes Feuer. Okay, das ist der letzte Punkt. Hilfe, meine Schwester ist verschwunden. Wir müssen sie finden. Ich habe schon überall nach ihr gesucht. Das ist ja furchtbar. Das müssen Kittys Tricks sein. Komm zu mir. Hier ist ihr Porträt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie entführt wurde. Danke für den Hinweis. Viel Glück und sei vorsichtig. Hey, was ist das für ein komisches Licht? Und das verdächtige Fell. Erster Hinweis gefunden. Das ist der Beweis. Oh, ich kann einfach nicht. Papa, schau, was ich gefunden habe. Rosannes Fell? Sie haben keine Ahnung. Aber sie sind alle Teil meines genialen Plans. Zwei Wasserelemente und zwei Feuerelemente werden meine Dampfkanone starten. Und Huggy wird wieder frei sein. Oh, Huggy. Mein armer Huggy, bald wird dein Herz schmelzen und wir werden zusammen sein. Dreh es schneller. Ich tue alles, was ich kann. Wage es ja nicht, sie auszuziehen. Du, so heiß.
Oh, du bist also so stark? Hier ist ein schwierigeres Level für dich. Das wird dich abkühlen. Und meinen Huggy befreien. Schon bald werde ich die Dampfpistole füllen und du wirst der Erste sein. Bitte nicht. Schon schick. Siehst du, keine Ketten. Noch drei übrig. Deine Familie wird bald zu dir stoßen, Amber. Mach dir keine Sorgen. Warte auf mich, Huggy. Tum Trick. Sehr bald werde ich dich befreien. Wuhu. Was? Oh nein. Das ist nicht genug. Was? Ich glaube, sie ist da. Oh nein, ich muss mich verstecken. Lass uns gehen. Huggy, du auch. Halt dich fest, meine Liebe. Ich werde uns retten. Das ist zu stark. Warte, was ist das? Nagelspuren. Sie führen genau hierher. Es gibt keinen Zweifel. Ich muss es Ihnen sagen. Mach sie bitte nicht nass. Entschuldigung. Willst du mich verarschen? Papa, kann ich in die Kanalisation gehen? Natürlich. Sie werden nicht kleben. Du machst mich so wütend. Oh, sie sind schon trocken. Komm mit mir. Hier. Schau, Amber ist da. Oh, Amber. Oh, schau. Ich glaube, sie ist da. Liebling, du bist ein Genie. Natürlich, ich bin's. Was für eine Familie. Wie bist du nur darauf gekommen? Sie werden nachkommen. Was ist das? Ein Teenage Mutant Ninja Turtle? Hey, du, Panzer. Das ist eine Superkraft. Hey. Was willst du? Was? Du wirst nicht bestehen, Kawabanga. Warte, weißt du, wem das Fell gehört? Interessant. Sie ist definitiv diejenige, die meine Schwester entführt hat. Was redest du denn da? Das Monster muss sie schon zerfetzt haben. Das ist ja furchtbar. Ich werde helfen. Sieh mal, was ich habe. Ninja, eine Rauchbombe. Bumm. Jetzt gehört sie dir. Warum? Willst du, dass der Feueralarm losgeht? Ich zeige es dir. Wo ist er hin? Ich kann nichts sehen. Hey, das ist ein Shadow-Style. Cowabunga. Oh, wow, das ist cool. Ich stimme zu. Komm schon. Aber nutze sie weise. Ich hoffe, du bekommst deine Schwester zurück. Toll. Wie hast du gesagt, dass es funktioniert? Schon wieder dieser Rauch. Wo ist er hin? Psst. Hab ich dich. Ja. Du bist ein toller Ninja. Das ist der letzte Kumpel. Danke, Ruff. Viel Glück. Viel Glück, Wade. Tschüss. Ich glaube, sie ist da. Wir haben sie immer noch nicht gefunden. Meine Amber. Es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Sieh an, sieh an. Und hier ist das zweite Feuer. Ah, wer bist du? Lass die Waffe fallen. Ah, heiß. Wow, was hast du getan? So schwer. Hilfe. Ah. Hab ich dich. Ich bin gleich wieder da. Geh nicht weg. Oh, warte, das kannst du nicht machen. Und ich wollte nur geröstete Marshmallows. So warm und gemütlich. Sieht lecker aus. Hey, ich bin kein Kamin. Lass mich los. Eins, zwei, drei. Das Feuer ist besiegt. Nee. Das war einfach. Gern geschehen. Ciao, ciao. Feuer. Schon check. Ich habe das zweite Element. Jetzt musst du nur noch Wasser hinzufügen. Hallo. Süße. Kannst du mich hören? Nur die Piepstöne. Kerns Telefon. Und ihre Mutter ist verschwunden. Na, wenigstens sieht das Foto gut aus. Es ist Zeit, die Polizei zu rufen. Officer Cat wird sich darum kümmern. Ich habe solche Angst. Cat, bist du das? Natürlich, ich bin es. Was brauchst du? Meine Frau und meine Tochter sind verschwunden. Hilfe, ich kann sie nirgendwo finden. Ich verstehe. Sie sind also Feuer? Ich glaube, die langen Beine von Mami sind schuld. Wie bist du überhaupt angestellt worden? Moment mal. Alle Beweise deuten auf Kissy hin. Es ist in Trumbull County. Vermisste Aliens. Buchstäblich alle Fakten deuten darauf hin, dass Kissy schuldig ist. Sie hat ihnen wahrscheinlich schon etwas Schreckliches angetan. Was? Verstehe. Du hast also von den Aliens gehört? Nimm es. Warum? Ich brauche es nicht. Wie soll ich sonst erklären, dass sie es ist? Sieh genauer hin. Du musst zum Arzt gehen.
Was? Hast du Fieber? Das reicht. Geh zurück zum Bahnhof. Dr. Folie. Oder liege ich da falsch? Oh, was für ein tolles Geschenk. Das ist genau das, was ich brauche. Ich muss nur noch das Wasser sammeln. Aber wir wollen die Überraschung nicht verderben. Also, sie ist es vielleicht nicht. Hallo. Hallo. Wie geht es dir? Du bist irgendwie verdächtig. Wo habe ich dich gesehen? Bitte wähle aus, was du willst. Etwas aus dem hinteren Regal, bitte. Willst du einen Riegel oder einen Saft? Das? Nein. Kann ich etwas aus einem anderen Regal haben? Natürlich. Aber was genau brauchst du? Wir haben eine große Auswahl an Produkten. Etwas zum Frühstück? Hör auf, dich herumzudrehen. Ich werde nach etwas Ungewöhnlichem suchen. Hat er es kaputt gemacht? Und warum habe ich mich so angestrengt? Das war's, Wasserträger. Zeit, sich mit der Familie wieder zu vereinen. Papa, pass auf! Das ist Kissy! Nicht schießen! Oh, Papa! Papa, es nimmt mich mit! Halt dich fest, mein Sohn! Wait! Nimm meine Hand! Komm schon! Fast erreicht! Oh, Leute, bitte helft! Eure Likes werden diese schreckliche Waffe stoppen! Ich habe dich fast erreicht! Kommt schon, Jungs, schiebt ein bisschen mehr! Es hat geklappt! Puh, das war knapp! Papa! Nein! Nein, Wade! Bitte dich! Oh ja! Es ist so beängstigend, ich bin ganz allein! Was soll ich jetzt tun? Ich hätte schießen sollen, aber ich würde niemanden mit dem Jet treffen. Oh, Mamas Telefon. Ich vermisse dich so sehr. Ich liebe dich so sehr. Es tut mir leid, dass ich dich nicht gerettet habe. Mama Mia, das ist übel. Was ist passiert, Baby? Meine Familie wurde entführt, jeder einzelne von ihnen. Wie schrecklich. Es tut mir so leid. Warte, sie können noch gerettet werden. Ich würde es ja selbst tun, aber mein Bein. Du bist ihre letzte Hoffnung. Steh auf. Ich werde dich für den Kampf ausrüsten. Danke, Mario. Okay, du musst auf alles gefasst sein. Du kämpfst um das Leben deiner Familie. Sei vorsichtig. Hörst du mir überhaupt zu? Das ist ernst. Ich weiß. Und ich bin auf alles gefasst. Pass auf, Kissy. Los geht's. Okay, los. Viel Glück. Oh je, ich bin fast fertig. Kein Leiden mehr. Ich weiß, du hast auch darauf gewartet. Warte noch ein bisschen. Ich glaube, ich habe gute Arbeit geleistet, fast alle Elemente. Babanga! Was ist das? Woher kommt der Rauch? Ich kann nichts sehen. Wer ist da? Komm raus. Du kannst dich nicht verstecken. Ich muss sie retten, während Kissy abgelenkt ist. Bleib stehen. Aua. Wer ist das? Derjenige, der sie alle retten wird. Oh, du Schurke. Gib mir die Bälle. Oder du wirst es bereuen. Versuch, mich zu fangen. Verlierer. Oh, du bist glitschig. Ich glaube, sie ist jetzt wütend. Es ist so gut, dass du gekommen bist. Jetzt werde ich euch alle fangen. Es ist zu früh, sich zu freuen. Gemeinsam sind wir stark. Wuhu. Deine letzten Worte. Verabschiede dich von deinem Leben. Wir sind stärker. Und cooler. Zeigen wir es ihr. Warum trägst du diese Brille? Tut mir leid, Schatz. Jetzt mal im Ernst. Du kannst mich nicht besiegen. Feuerwasser? Seid ihr alle bereit? Lasst uns zusammenarbeiten. Ja, Sir. Oh, jetzt kann ich alle meine Kräfte einsetzen. Dumme Elemente. Ich werde euch alle vernichten. Geht weg. Das glaube ich nicht, Kissy. Angriff! Aha, geschafft. Widerstand ist zwecklos. Denkt nicht mehr an die Waffe. Halt sie fest, ich habe die Handschellen. Oh ja, wir haben es geschafft. Aber wie? Das bedeutet, dass Huggy für immer eingefroren sein wird. Meine Liebe, es tut mir leid. Ich habe getan, was ich konnte. Das ist traurig. Liebes, lasst uns Kissy helfen, alle zusammen. Wir sind bereit. Die Macht der vier Elemente. Juhu, endlich. Ich bin wieder frei. Oh, Huggy. Ich habe dich so sehr vermisst. Danke. Können wir jetzt spielen? Kommt ihr mit uns? Natürlich. Süßer. Lass uns auch spielen gehen. Mit Vergnügen. Oh, wir
haben einen Kunden. Kann ich dir helfen? Ich bin der Nächste in der Schlange. Liebling, ich habe schon so lange auf diesen Tag gewartet. Willst du mich heiraten? Ich kann es nicht glauben. Doch, das werde ich. Das ist wirklich unerwartet. Aber ich habe mit Amber gesprochen. Er hat mich also abgewiesen. Wie kann er es wagen? Das war's. Zeit, ihn wieder ins Glas zu stecken. Komm schon, wir kennen uns doch gar nicht. Jetzt kennen wir uns also. Warte, mein Wade. Armer Wade, ich komme. Ich kann nicht atmen. Ich brauche Luft. Hey, wer sind Sie? Ma'am, kann ich Ihnen helfen? Puh, ich dachte, ich würde ersticken. Danke, Baby. Folge mir. So cool. Okay, ich glaube, das wirst du brauchen. Ein zukünftiges Meerjungfrauen-Set. Das ist so cool, ich werde die beste Meerjungfrau werden. Nicht so schnell. Hey, du musst erst ein paar Schritte absolvieren. Und erst dann wirst du eine Meerjungfrau. Chumchick. Fangen wir mit dem Make-up an. Setz dich. Was ist das? Jetzt wirst du es sehen. Füge etwas Eis und Glitzer in verschiedenen Farben hinzu. Blau und Grün werden dir gefallen. Toll. Mach die Waffen bereit. Du machst mir Angst. Bitte nicht. Schieß einfach nicht. Hey, beweg dich nicht. Ich habe dich gefragt. Oh, mein Gesicht. Ich sollte es mir ansehen. Mein Feuer? Hey, nimm das weg von mir. Das ist erst der Anfang. Extremes Make-up. Los. Was? Nein, bitte nicht. Lass uns reden. Out. Wow, nicht schlecht. Das gefällt mir. Mir auch. Erster Schritt, getan. Toll gemacht, Baby. So schön, aber an den Haaren müssen wir noch arbeiten. Willst du ein warmes Sandwich? Was? Es ist abgebrannt. Hoppla, es war peinlich. Lass es uns loswerden. Okay, jetzt folge mir. Abgemacht. Wähle. Die Perücken für jeden Geschmack und jede Farbe. Diese hier wird dir gefallen. Probier sie an. Mal sehen. Ah, es schmilzt. Nimm es mir ab. Schneller. Das klappt nicht. Dann Plan B. Warum habe ich so ein Pech? Willst du eine Cowboy-Nixe sein? Gibt es sie? Baby, nimm mir das ab. Was ist los mit mir? Beruhige dich, Amber. Oh, keine Sorge, du bist in den Händen eines Meisters. Lass uns diese Mähne bürsten. Autsch, das tut weh. Wow, ich komme nicht an ihre Haare heran. Und du schuldest mir eine neue Haarbürste. Wir brauchen dringend Maßnahmen. Ich werde diesem Element Einhalt gebieten. Das ist unglaublich. Du hast es geschafft. Unglaublich. Viel besser. Wir kommen dem Ziel immer näher. Sieh an, sieh an, sieh an. Diese Amber kann sich immer noch nicht beruhigen. Gemeines Mädchen. Und du? Meine Liebe. Gewöhn dich daran, mit Ursula zu leben. Jetzt sind wir für immer zusammen. Oh, ich kann unsere Hochzeit kaum erwarten. Ich werde eine wunderbare Braut sein. Wait, lass es uns anprobieren. Du bist verrückt, lass mich raus. Liebling, das steht dir so gut. Oh nein, das ist eklig. Hör auf. So schüchtern. Aber das kriegen wir schon hin. Für uns. Hey, es gibt kein uns. Oh je. Nö. Oh, wirklich? Okay. Und so wirst du netter, oder? Auf keinen Fall. Er sieht aus wie Wasser, aber er ist so aufbrausend. Ich mag Typen mit Charakter. Willst du welche? Oh nein, tu das weg. Ich bin nicht hungrig. Nein heißt nein. Ich habe so viele Dinge zu tun. Hallo, Ursula. Ja, klar. Ich bin schon da. Sie kommen? Okay, dann beginnt die Quallenstichaktion. Ich bin in Position. Los, Baby. Was kommt als nächstes? Vielleicht ein Outfit oder eine Flosse? Oh nein. Amber, Hilfe. Was ist das? Ah, bleib weg. Ich kann Karate. Das klappt nicht. Ich muss mich verstecken. Puh. Aha, okay. Ich glaube, ich bin in einem toten Winkel. Super, lass uns jetzt spielen. Oh, du solltest besser aufpassen. Das kommt davon, wenn du meinen Freund beleidigst. Das ist urkomisch. Jetzt lass uns ein neues Ziel hinzufügen. Komm schon. Zeig uns dein Können.
Volltreffer. Ciao, ciao. Ich hab's geschafft. Was ist das? Ich glaube, das wird uns nützlich sein. Toll. Ich habe eine Idee. Ich hoffe, es klappt. Ich wollte einfach ein Meerjungfrauenoberteil machen. Schneide den Stoff zu, um die Schuppen zu bekommen. Dann brauchen wir etwas Kleber. Fügen wir noch ein paar Details hinzu. Fertig. Aber ich will, dass es glänzt. Das bringt alles in Ordnung. Klebe sie zusammen. Einfach toll. Diese Waage ist so schön. Wir können auch Reste verwenden. Es sollte sehr stilvoll aussehen. Toll. Zeit, den Meerlook auszuprobieren. Wunderschön. Und ich habe auch ein Armband. Einfach toll. Hey, du wirst alles zurückgeben, was du genommen hast. Das hättest du wohl gerne. Wenn du mich besiegst, bekommst du einen Schwanz. Herausforderung angenommen. Los. In diesem Spiel hat mich noch nie jemand geschlagen. Mach dich bereit zu verlieren. Fang an. Oh. Ha, ich habe es dir gesagt. Ich werde verlieren. Hey, Amber, bring mich ins Tor. Danke, Baby. Das wird dir nicht helfen. Autsch. Hol es. Ja. Das war's. Du bist in Schwierigkeiten. Ein Feuerfeld. Stopp. Ich sehe nichts. Das kann nicht sein. Ich habe gewonnen. Wo ist mein Preis? Okay, du hast gewonnen. Aber das ist unfair. Und es ist meine Größe. Okay, wir können meine Liste aktualisieren. Wir haben den Schwanz. Jetzt brauchen wir noch eine Haarnadel. Das wird mir wirklich gefallen. Alle Rebellen enden hier. Und Wade ist keine Ausnahme. Du wirst die Freiheit nie wiedersehen. Was für ein Blödsinn, sie redet mit Gläsern. Was? Du findest das lustig? Warte doch mal. Ist sie mit der Umgestaltung fertig? Oh nein, ich muss sie aufhalten. Komm zu mir. Ja, Herrin, wir sind hier. Ihr zwei, kümmert euch um diese Amber. Ja, Ma'am. Heiße Rabatte. Huh, du weißt, was ich meine. Erwischt. Du kannst nicht aus der Falle des Oktopus entkommen. Jetzt wird sie nie mehr entkommen. Und da haben wir. Was ist das? Wo kommt das her? Hey du, verteidige dich. Wer bist du? Was brauchst du? Ich bin Octo, der Sturm der Meere. Mach dich bereit zu verlieren, Amber. Versuch, dem auszuweichen. Ah, was für ein Albtraum. Ich sitze in der Falle. Hilfe. Was soll ich tun? Oh nein, die Wand ist fast zerstört. Ich weiß. Leute, bitte helft mir. Ich brauche eure Likes, um die Wand zu reparieren. Ich flehe euch an. Wuhu, es hat geklappt. Vielen Dank. Jetzt bin ich dran. Keine Munition mehr. Ich leihe mir das. Was? Oh nein. Das werde ich dir nie verzeihen. Hm, schade, Mr. Achtbeiner. Du brauchst das, oder? Ich weiß, dass du es brauchst. Oh nein. Wait, ich werde dich retten. Ups. Nicht das. Lass uns gehen. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät dran. Hier bist du also. Du bist mit Octo fertig geworden, aber mich kannst du nicht besiegen. Armdrücken ist mein Element. Das ist nicht dein Ernst, oder? Was, wenn wir den Einsatz erhöhen? Du brauchst eine Haarnadel, richtig? Nein, nein, nein. Hast du Haarnadel gesagt? Dann bin ich dabei. Komm schon, Krabbe. Ich werde dich vernichten. Wow, du bist stark. Aber ich werde nicht aufgeben. Es ist Zeit, das zu beenden. Ah, du kannst nicht gewinnen. Jetzt bin ich wütend. Ich gewinne. Das kann nicht sein. Sag dem Oktopus Hallo. Hier ist mein Preis. Oh, wait. Moment mal, das ist er nicht. Sie haben mich reingelegt. Wenigstens ist diese Haarnadel echt. Lass mal sehen. Das steht mir. Cool. Amber, das wirst du brauchen. Ohne den Dreizack wirst du Ursula nicht besiegen. Nimm ihn. Wow, cool. Fast hätte ich den letzten Schritt vergessen. Das heißt, ich habe es geschafft. Jetzt habe ich das ganze Set. Das haben wir gut gemacht, Meerjungfrau. Okay, Mädels. Hier darf kein Stein auf dem anderen bleiben. Ich zähle auf euch. Amber wird sich mir nicht in den Weg stellen. Ich muss nachsehen. Das ist komisch. Hallo. Lange nicht gesehen, Amber. Wade ist hier. Ursula, lass ihn in Ruhe. Ach, wirklich?
Dann halte mich auf. Ich werde dich retten, Liebes. Lass ihn gehen. Wo ist sie? Hast du das gehört? Sie ist hier. Kümmere dich um sie. Aber warum ich? Du hast eine Waffe. Wie funktioniert das Ding? Ist sie kaputt? Out! Wer ist da? Wach auf, Schwesterherz. Was für ein schlechtes Timing. Puh. Hat dir unser neues Video gefallen? Dann like es, abonniere es und klicke auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.